Mein Thema Gletscher als Klima erzeugen begründet sich darin, dass die Gletscher in den Hochlagen eine sehr empfindliche Reaktion auf klimatische Veränderungen haben. Ich muss mir die physikalischen Grundlagen hier einsparen. Ich nehme an, Sie wissen darüber Bescheid und gehe gleich in medias res. Die Gletscher geben uns Informationen über die Veränderung des Klimas in der Jetztzeit, das heißt die Zeit, in der auch Instrumentenbeobachtungen vorliegen, sodass wir die Gletscherveränderungen sehr gut mit Veränderungen der gemessenen Klimawerte korrelieren können. Und die Gletscher geben aber auch Informationen über Veränderungen aus einer Zeit, wo es keine Klimadaten gibt, also weit zurückreichend. Daher meine Ausführungen heute 10.000 Jahre umfassen, weil ich der Meinung bin, dass die Vorgeschichte, die Vorgeschichte des Klimas, die man nicht durch Messungen belegen kann, noch wesentlich mehr und gültigere Aussagen über die Klimaentwicklung und das Maß unserer jetzigen Klimasituation geben, als wenn man nur kurze Reihen beobachtet. Es soll hier ein Vergleich einfach von Gletscherausdehnung. Sie sehen die Daten angeschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts gegenüber heutigen Verhältnissen ungefähr. Und Sie sehen die starken Veränderungen, die durch den Gletscherrückgang passiert sind. Und haben als nächstes ein Bildpaar hier wiederum 1842 gegenüber von 2007, also Jetztzeit. Und Sie sehen die enormen Veränderungen, die sich hier abgespielt haben. Eine Bemerkung am Rande erlauben Sie mir. Es ist hier inzwischen ein Gletscherskigebiet eingerichtet worden mit umfangreichen Aufstiegshilfen. Die wären zu dieser Zeit nicht möglich gewesen. Nicht wahr? Halten wir das einmal so fest, aber das ist vielleicht eine etwas boshafte Bemerkung. Wir wollen festhalten, dass diese Veränderungen an den Gletschern durch Klimadaten gut belegt sind. Allein für österreichische Staatsgebiet, das Vergletscherungsareal hat seit 1855 etwa um 60% abgenommen, deutlich mehr als die Hälfte. Und 55% die Fläche und über 60% das Volumen. Deutlich mehr als die Hälfte bei einem Temperaturanstieg von circa, im 10-jährigen Mittel, von 1 Grad Celsius. Daraus sieht man, dass die Gletscher sehr empfindlich auf geringfügige Veränderungen des Klimas reagieren. Aber nicht nur in den Zungen, in den unteren Lagen, sondern auch in den Hochlagen sind deutliche Veränderungen zu sehen. Die Wildspitze ist der höchste Berg von Tirol mit 3.800 Metern nahezu. 1868 ist seine Südseite massiv vergletschert und jetzt ist sie eisfrei im Gipfelbereich. Also das sind Entwicklungen, die wir vor Augen sehen, messen, beobachten können und auf das lege ich Wert. Wenn man das umsetzt in Klimadaten, dann nehme ich ein Beispiel hier. Das heißt, im oberen Teil ist der Prozentsatz, statistisch ausgewertet, der Prozentsatz der vorstoßenden Gletscher in den schwarzen Säulen angezeichnet, dazwischen die unveränderten und wenn man von oben nach unten liest, ist das der Anteil der zurückziehenden Gletscher. Sie sehen, um 1920 sind etwa 75% der Gletscher vorgestoßen. Dann gibt es einen Einbruch, wo ganz wenige oder kein vorstoßender Gletscher gegeben hat. Und dann von 1965 bis 1980 wiederum eine Vorstoßperiode, wo am Höhepunkt wiederum nahezu 75% der österreichischen Gletscher gewachsen sind. Das ist gegenübergestellt der Temperatur, die hier aufgezeichnet ist, und zwar Temperatur von Höhenstationen. Sonnenblick, Zugspitze, Sentis sind Höhenstationen, Gipfelstationen, die nicht durch Siedlungseffekte oder so weiter beeinflusst sind. Und da sehen Sie hier zu dieser ersten Vorstoßperiode die Depression, die Erwärmung, die erste Erwärmung, dann die Temperaturabnahme hier von 30 Jahren und dann der Temperaturanstieg, der zu dieser Aufregung Anlass gibt, die uns hier beschäftigt. Wenn wir das Temperaturdiagramm noch einmal herausnehmen, habe ich das aus folgender Absicht. Man sieht da deutlich die Temperaturentwicklung in den alpinen Hochlagen. Wir wollen festhalten, dass das eine große Ähnlichkeit hat
mit der Temperaturentwicklung, wie sie die korrigierte Temperaturkurve der amerikanischen Stationen ergeben hat, die Herr Singer schon vorgestellt hat. Also das ist mehr Ähnlichkeit. Es gibt keine Ähnlichkeit mit der Temperaturentwicklung, die das IGCP für die letzten 100 Jahre gibt. Aufmerksam möchte ich machen vor allen Dingen auf diese Periode von 1950 etwa bis 1980. Da ist eine Temperatursenkung von 1 Grad Celsius, die in die Zeit fällt, als das CO2 stark gestiegen ist. Ein konträrer Zusammenhang. Dasselbe gilt für die letzten Zeiten, für die letzten 8 oder 9 Jahre, wie wir schon gehört haben. Wir sehen daraus, dass hier diese Zusammenhänge fragwürdig sind. Das möchte ich nur so stehen lassen. Gehen wir jetzt von der Jetztzeit in die Vergangenheit. Und da muss ich Sie einladen. An 3 Beispielen möchte ich an den Gletschern das demonstrieren. Einmal zum Gepatschferner. Das ist ein großer Gletscher in den Ötztaler Alpen in seiner heutigen Ausdehnung. Und sichtbar an dem Bild die ehemalige Ausdehnung dieses Gletschers. Hier erkennbar an der Moräne und hier erkennbar an einer unteren Baum- oder Waldgrenze, da ist der Gletscher in den Wald gefahren, hat die Bäume aufgearbeitet, mitgenommen und der Gletscher ist hier in den Wald gefahren und bei dieser Gelegenheit hat er Bäume umgefahren und Moränenmaterial eingearbeitet. Diese Bäume suchen wir auf, haben wir mittlerweile in großer Zahl, etwa 150 Stück, gefunden. 2 Beispiele davon, dieser Baumstamm hier vollkommen frisch, noch mit dem typischen Geruch, Harzgeruch erhalten, Jahrring chronologisch auf das Jahr hin scharf ausgewertet, ist gewachsen 53 bis 328 nach Christus, also in der römischen Kaiserzeit, einer Zeit, wo wir aus anderen Informationen wissen, dass es klimatisch sehr günstig war, kleine Gletscher. Oder gehen zurück in die Bronzezeit, dort ist dieser Baum ebenfalls noch vollkommen frisch mit Rinde erhalten. Da ließ er sich so halbjährlich genau festlegen, der ist abgestorben im Frühjahr 1626 vor Christus. Solche Beispiele haben wir in großer Zahl und können damit vom Gepatschferner diese Zusammenfassung geben, dass die heutige Gletscherzunge, die stark zurückschmilzt, und das sind die Perioden, in der hier Wald gewachsen ist. Sie sehen da hier um 1626 ist er abgestorben, das ist eine Vorstoßperiode gewesen, aber vorher ist hier massiv Wald gewachsen. Der Gletscher muss deutlich kleiner gewesen sein, sonst wäre in dieser Höhenlage kein Baumwachstum möglich. Schauen Sie, außerhalb der Moräne ist kein Baum unter heutigen klimatischen Bedingungen aufgekommen. Gehen wir ein zweites Beispiel zum Tscherva-Gletscher in die Schweiz. Damit man mir nicht nachsagt, ich bin ein einseitig informierter Mensch, nicht wahr? Blitz Bernina, 4000 Meter hoch, ganz links oben. Der Tscherva-Gletscher hat um 1980 hier bis hierher gereicht, das sieht man an der Moräne, schmilzt stark zurück. Und bei diesem Abschmelzen kommen laufend Baumstämme heraus. Diesen Baum habe ich 2007 selbst gefunden, da hier steht ein solcher Baum noch im Schutz eines Felsens vom Gletscher umgeworfen worden, sehen die Anschnitte, die sind zur dendrochronologischen Datierung für diesen Baumstamm durchgeführt worden.